Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. Heute möchte ich euch im Bereich der Selbstversorgung mal meine bisherigen Hochbeete zeigen. Da ist noch gar nichts gepflanzt, aber ich habe sehr unterschiedliche Hochbeete. Und diese sind auch ganz bewusst gewählt und ich werde dann entsprechend, wenn ich sie euch gleich zeige, auch erklären, wieso, weshalb, warum. Hochbeete sind die einfachste Art, um entsprechend der Selbstversorgung wegen oder wenn man generell einfach über den Sommer, Herbst ein bisschen Obst und zum Teil natürlich auch Gemüse anbauen möchte. Die Hochbeete eignen sich im Prinzip für alles, wobei man natürlich sagen muss, gerade sowas wie Brombeeren oder Himbeeren oder Heidelbeeren, die machen natürlich auch im Boden mehr Sinn. Jetzt gibt es aber dennoch den einen oder anderen, der vielleicht nur einen Balkon zur Verfügung hat. Der kann dann die Heidelbeeren schlecht in die Fliesen reinpflanzen, sodass da ein Hochbeet natürlich eine Alternative darstellt. Hochbeete gibt es x verschiedene Varianten. Kennt ihr ja sicherlich, wenn ihr euch schon mal mit dem Thema beschäftigt habt, dass es zum Teil aus Kunststoff Hochbeete gibt, die man dann nur so zusammenklickern muss. Das hat einen speziellen Namen, dieses System, weiß ich jetzt gerade nicht. Dann gibt es natürlich welche aus Holz, die man auch schon fertig kaufen kann. Es gibt welche aus Wellblech. Es gibt alles Mögliche. Es gibt auch welche, die im Prinzip aus Steinen gemacht werden. Ich zeige euch jetzt mal meine Hochbeete und wie gesagt erkläre, wieso, weshalb, warum und erkläre auch bei zwei Hochbeeten, wie ich sie denn gemacht habe, denn die entstammen so gesehen meiner eigenen Planung. So, wenn man jetzt einmal hier nach oben schwenkt, dann stehen die Hochbeete hier. Was haben wir hier und wieso haben wir es? Also, das Hochbeet und das Hochbeet sind exakt gleich gebaut. Die habe ich quasi selber entworfen. Das ist kein Hexenwerk. Die sind einmal gebaut aus Terrassenholz, also das ist hier alles Terrassenholz und entsprechend Kanthölzer innen. Mir haben jetzt noch Kanthölzer gefehlt, sodass in der Mitte nochmal eine Stabilisierung im späteren Verlauf rankommt. Natürlich wird das Ganze dann auch noch ausgekleidet mit Teichfolie. Soweit bin ich noch nicht, das mache ich aber am morgigen oder übermorgigen Tag. Und das misst jetzt in der Breite 1 Meter auf 2 Meter. Das ist, glaube ich, so die Standardgröße. Ich glaube, 1,50 in der Länge ist sogar Standard. Das heißt sogar einen Tick größer und eignet sich perfekt, um wirklich richtig schön hier arbeiten zu können, ohne sich großartig bücken zu müssen. Ist natürlich gleichzeitig sehr rückenfreundlich. Dann haben wir einmal genau das gleiche in grün, jedoch länger, wie ihr sehen könnt. Das sind 3 Meter auf 1 Meter, ist aber exakt gleich konstruiert, außer dass hier nochmal 2 Stabilisationskanthölzer jeweils an der langen Seite verbaut sind. Genau. Die werden so nicht stehen bleiben, wie sie jetzt gerade stehen, wenn man sich das einmal anschaut, weil sie einfach, sag ich mal, sehr krumm stehen. Das liegt natürlich an dem Boden, der einfach so ein bisschen Kraut und Rüben ist. Also das heißt, da geht es hoch, runter und das muss alles ein bisschen begradigt werden. Das werde ich natürlich auch noch machen, bevor das dann alles in Betrieb genommen wird. Jetzt gehen wir einmal weiter. Da haben wir das nächste Hochbeet, da habe ich es auch schon ein bisschen begradigt. Das steht jetzt nahezu gerade, das werde ich auch so lassen. Wird natürlich auch mit Teichfolie ausgekleidet. Das ist in Wirklichkeit ein Kompost. Ein Kompost, der nur knapp 25 Euro gekostet hat und den werde ich umfunktionieren als Hochbeet. Warum? Weil ich einfach mal testen möchte, was sich langfristig bewährt. Also, dass das hier funktionieren wird und heben wird und das hier genauso, das ist relativ klar, weil das ist so stabil, da sollte auch über lange Zeit nichts kaputt gehen. Diese beiden werden übrigens auch noch mit Leinöl
komplett geölt, dass sie so ein bisschen witterungsbeständig sind. Das ist nicht reines Leinöl, sondern das ist noch mit zwei, drei anderen Sachen vermengt. Das habe ich aus dem Baumarkt. Ich wollte eigentlich erst normales Leinöl nehmen, habe aber gesehen, dass das eben dann nochmal zwei Komponenten enthält in Bezug auf ja, die Witterung. Das ist ein, sage ich mal, Kompost, der aus meiner Sicht sehr, sehr instabil ist. Also das ist jetzt der dritte Kompost dieser Art, den ich gekauft habe, tatsächlich auch mal davor schon als Kompost. Die lassen sich zwar an sich gut zusammenstecken, aber die halten nicht so wirklich. Dem habe ich dann vorgebeugt und habe dann überall noch Schrauben reingemacht, sodass die wirklich richtig fest stehen. Und dann eben hier Teichfolie rein, dann kann das Ganze beginnen. Von der Höhe her geht es mir knapp unter die Hüfte. Also wenn ihr einmal hier schaut, das passt für mich eigentlich noch sehr, sehr gut. Ich muss mich natürlich nach vorne bücken, aber es ist auf jeden Fall nicht so, wie wenn man natürlich direkt am Boden arbeitet. Und das da ist jetzt ein Versuch gewesen, ein Versuch, mal ein günstiges Metallhochbeet zu kaufen. Das Ganze hat 100 Euro gekostet und natürlich kann man von einem 100 Euro Hochbeet nicht viel erwarten. Das war mir von vornherein auch klar. Jetzt ist es aber so, dass aus meiner Sicht das Ganze im Nachhinein betrachtet doch relativ solide ist. Ich muss aber sagen, im Aufbau ist es eine reinste Katastrophe. Man hat hier so eine Leiste innen, wodurch dann immer dieses Blech gefädelt werden muss. Wenn man das alleine macht, ist das eine riesengroße Katastrophe. Also entweder braucht man dann auf jeden Fall Hilfe oder man hat einfach die Geduld und macht das dann, weil das ist quasi rundherum so. Das ganze Hochbeet ist so aufgebaut. In der Mitte wird es dann nochmal stabilisiert, damit es auch in Anführungsstrichen gerad bleibt. Und ja, das hat jetzt eine Länge von 1,50 Meter auf, ich glaube, knapp 70 Zentimeter Breite. Und das ist eigentlich ungefähr die gleiche Höhe wie der Kompost. Und das passt auch sehr, sehr gut. Das ist auch übrigens das einzige Hochbeet, welches ich nicht auskleiden werde mit Teichfolie. Ganz einfach, weil das vollkommen ausreicht. Wenn ich jetzt hier das Ganze befülle mit Erde, bis zum Rand natürlich, und schaue, dass ich dann meine Setzlinge einsetze, dann denke ich mal, dass das absolut kein Problem sein sollte. Es ist ja an sich ein geschlossenes System und an den Rändern wird sowieso dann auch noch ein bisschen von außen zugemacht. Man sieht es hier hinten vielleicht ein bisschen, dass da die Sonne durchkommt und auch hier ein bisschen, auch wenn ich hier schon relativ gut eingeebnet habe. Da wird aber nichts zusätzlich reinkommen. Während jetzt in dem Fall zum Beispiel natürlich hier die Löcher sind, das wurde aber auch ganz bewusst so gemacht, damit man es dann mit Teichfolie auskleiden kann. Genau, an sich waren das erstmal diese vier Hochbeete. Ich zeige sie euch nochmal ein bisschen von Weitem. Ich werde aber das Ganze noch ergänzen. Ich hatte ja gesagt, dass es auf jeden Fall 5 oder gar 6 Hochbeete werden. Ich werde so ein Hochbeet sicherlich noch mindestens einmal hier aufbauen. Das wird dann auch geschehen, indem dann hier Erde aufgeschüttet wird, dass es eben gemacht wird. Also eigentlich das, was von hier oben zu viel ist, wird dann hier entsprechend ja, plan gemacht. Und dann hat man da auch nochmal Platz für mindestens 2 Hochbeete. Und ja, zu den Kosten bei diesen eigendesignten und eigengebauten Hochbeeten. Jetzt denkt ihr sicherlich, das ist relativ teuer, ist es aber gar nicht. Meines Wissens nach, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue, dann kostet solch ein 2 Meter auf 1 Meter Hochbeet mit den Terrassenhölzern und den jeweiligen Kanthölzern knapp ein bisschen mehr als 100 Euro. Ich glaube so um die 105 bis 108 Euro. Natürlich, da sind jetzt noch nicht die Schrauben dabei, die liegen dann auch nochmal bei knapp 20 Euro, dann sind wir bei summa summarum 130 Euro. Diese 130 Euro stehen im Verhältnis zu den 100 Euro
von diesem Metallhochbeet. Und ich denke mal, rein optisch schon mal sieht das Holz natürlich sehr viel schöner aus. Und wir haben natürlich auch größere Abmessungen, denn hier haben wir 70 × 1,50 und hier haben wir dann eben 1 Meter auf 2 Meter, also 2 Quadratmeter. Und das da hinten, die 3 Meter, das ist nicht arg viel teurer gewesen. Ich würde mal schätzen, mit Schrauben und Kanthölzern und der längeren Länge sind wir bei knapp 150 Euro. Das geht aber aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung, wenn ich mir so anschaue, was es sonst so gibt auf dem Markt bezüglich der Hochbeete. Die liegen ja oft dann bei 500, 600 Euro, je nachdem, was man da haben möchte, und aus Plastik dann oft gemacht, was man so im Baumarkt bekommt. Was ich auch noch gemacht habe, was ich euch zeigen möchte, ich habe heute Morgen die ersten Heidelbeeren gesetzt, die ersten Brombeeren und die erste Himbeere. Die Brombeeren richtig schön an den Rand, damit sich hier die Steine hochklettern können. Ich hoffe mal, dass das vom Abstand hier mit den Heidelbeeren passt. Ich hätte noch einen Tick weiter nach rechts bzw. nach links gehen sollen, weil man ja so knapp einen Meter Abstand eigentlich einhalten sollte. Ich werde natürlich dann auch noch mehr säen bzw. noch mehr Pflanzenstecklinge schon direkt verbuddeln. Jedoch habe ich jetzt erstmal nur das entsprechend mit der Grasnarbe entfernt, habe dann ein bisschen noch Erde abgetragen, weil, wie ihr vielleicht hier sehen könnt, es ist einfach sehr, sehr steinig und lehmig. Das ist nicht ganz so einfach, das Ganze entsprechend, ja, so mit der Schaufel einfach rauszuheben. Da braucht man ein bisschen Zeit, braucht man ein bisschen Mühe, braucht man auch eine Hacke. Und als ich dann eigentlich den ersten Heidelbeerstrauch einsetzen wollte, ist mir das hier über den Weg gelaufen. Das sieht hier aus wie ein Holz. Es ist aber in Wirklichkeit eine Leitung, eine Wasserleitung, die einfach kreuz und quer hier reingelegt wurde. Und ich habe keine Ahnung, ob da überhaupt Wasser durchkommt, ob nicht und wo die überhaupt letztendlich hinführt. Zum Glück habe ich es nicht mit dem Spaten durchstoßen, weil das ist einfach nur ein Kunststoffschlauch. Aber ja, auf jeden Fall immer ein bisschen vorsichtig sein bei sowas, wenn man den Boden nicht kennt, dass man letztendlich nicht danach noch viel, viel mehr Arbeit hat, weil man das Ganze dann wieder zusammenflicken muss. Also das ist der bisherige Stand, was das angeht. Hier nochmal die Hochbeete. Ich denke mal, dass das Ganze spätestens in einer Woche komplett abgeschlossen sein sollte. Das heißt, hier komplett Erde drin und entsprechend schon alles eingesät. Und hier werde ich das Ganze auch nochmal vergrößern, hier nach links weitergehend und dann auch noch auf der anderen Seite, kann ich euch auch mal kurz zeigen, hier wo jetzt aktuell noch Brennnesseln sind, die werden schön abgemacht, werden entsprechend getrocknet, dass man damit auch was machen kann. Und dann geht es hier auf der Seite bis da nach vorne auch nochmal weiter mit Sträuchern. Jetzt wechsle ich nochmal in die andere Kameraperspektive für die Verabschiedung. So, jetzt habt ihr einmal meine Hochbeete gesehen, wie ich die aufgebaut habe, was das Ganze gekostet hat und wie weit ich denn aktuell überhaupt bin. Da es gerade sehr, sehr viel verschiedene Arbeit gibt, kann ich mich natürlich nicht nur ausschließlich um diese ganzen Sachen bezüglich der Selbstversorgung kümmern. Es gibt sehr viele Renovierungsarbeiten und dementsprechend mache ich das immer wieder, wenn ich Zeit und Lust habe, meistens am Morgen. Das wird nach und nach einfach aufgebaut und was diese Saison bei mir nicht klappt, wird allerspätestens nächste Saison klappen. Was aber diese Saison auch auf jeden Fall noch aufgestellt wird, nicht nur Hochbeete, diese ja 5 bis 6, die es dann zum Schluss werden sollen, sondern natürlich dann auch Gewächshäuser. Da wird es dann aber auch von mir eine entsprechende Anleitung geben, wie man das Ganze am besten baut, wie man es günstig baut und gut baut und wie man vor allem das Ganze auch bemessen sollte, je nachdem, wie viel Platz man denn hat. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, ob du denn Hochbeete generell schon mal besessen hast, ob du sie selbst gebaut hast, ob du vielleicht welche gekauft hast im Baumarkt oder online. Und wie groß die waren, also Länge und Breite und was du denn darin angepflanzt hast und ob das funktioniert hat und vielleicht noch, wo das war. Auf einem Balkon, auf der eigenen Terrasse bzw. im Garten
oder wie handhabst du das? Würde mich alles interessieren, pack's mir doch bitte in die Kommentarsektion unter dem Video, würde mich sehr, sehr freuen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben und wenn du Freunde und Bekannte hast, die eventuell im Bereich der Selbstversorgung weiterkommen sollen und auch wollen und entsprechend aber so ein bisschen die Informationen fehlen, was man denn da alles machen kann, gerade auch in Bezug auf die Hochbeete, dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Und wenn du diesen Kanal hier noch nicht abonniert hast, aber immer wieder Videos genau zu dem Thema Selbstversorgung, Bewusstsein, ein freies, autarkes Leben haben möchtest, dann hol das jetzt nach und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neu hochgeladene Video oder jeder Livestream, der online geht, angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar.